Weiter geht's bei Hearts of Iron 4 und bei uns mit dem Kaiserreich. Wir sind im Jahre 1916, Mitte 1916. Der Krieg verläuft, ich nenne es mal zufriedenstellend. Also, wir machen mal einen kurzen Überblick. Westfront. Können wir noch halten? Noch. Aber wir sehen hier, unsere Divisionen ziehen sich zurück. Das Problem ist, hier tauchen jetzt die ersten. Ihr seht es hier, Artilleriedivisionen auf mit 200 Breakthrough. Und das geht hier durch unsere Verteidigung durch. Ja, das muss man halt ganz klar sagen. Das heißt, da müssen wir nachlegen. Und das machen wir, indem wir unsere Standard-Infanterie-Division ausstatten mit Artillerie. Ich hoffe, dass das ausreicht. Da habe ich mir jetzt lange Gedanken drüber gemacht. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir das hinkriegen. So, die italienische Front. Da haben wir neue Truppen, neue 8 Divisionen. Und wollen hier eigentlich einen Gegenangriff starten, aber das sieht nicht gut aus. Hier müssen wir in meinen Augen ganz klar Bergdivisionen hinziehen. Ansonsten macht das hier in Italien und in den Alpen keinen Sinn. Also wir brauchen hier Spezialtruppen und da würde ich jetzt tatsächlich auch mal welche in den Auftrag geben. Hier, ja, die Frage ist, ob wir das abbrechen. Ich denke, wir brechen 2 Truppen wirklich ab. 2 Truppen, weil ich glaube, das macht hier nämlich wirklich keinen Sinn. Wir gehen hier rein und werden hier wirklich eine stärkere Division uns bauen. Mountaineers mit einem Combat Width von 20, dass wir das da auch noch optimieren. Und da trainieren wir bitte erstmal 2 Stück von. Und das auch dort. Okay, so, du kommst wieder weg dort und gehst nach Stuttgart. Dich brauchen wir an der Westfront. Okay, gut, sehr schön. Das heißt übrigens auch für mich, dass wir die Truppen nicht brauchen hier. Und wir holen uns unsere Stoßtruppendivision und packen die an die Westfront. Das ist mir nämlich tatsächlich jetzt wichtiger. Die brauchen wir da definitiv dringender. So, da kommt ein bisschen frisches Material. Und, tja, da brauchen wir eigentlich noch mehr. Deswegen, nächstes Thema. Wir versuchen, dass wir in die Infanteriedivision eine Artillerie mit reinkriegen. Oder wir machen halt, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Wir könnten hier noch eine Infanterie reinsetzen. Dann wären wir hier genau bei einer Combat Width von 20. Das würde uns natürlich auch, das ist jetzt wieder diese Spielharmonik. Das wird mit dem nächsten Update auch geändert. Da gibt es keine Standard-Combat-Width mehr in den Schlachten, sondern die ist abhängig vom Gelände. Und die ist auch immer krumm. Und da kann man dann optimieren, aber das wird wesentlich schwieriger. Aber hier kann man halt sagen, mit einer 20er-Combat-Width sehen wir schon gut aus. Aber das bringt uns alles nichts, wenn unser Breakthrough dafür nicht hoch ist und unsere Defense. Aber mit einer Artillerie, ich würde sagen, das ist echt schwierig. Und das würde uns nämlich 7000 Equipment kosten. 7000 Equipment, was wir nicht haben. Was würde uns das denn kosten? Das würde uns kosten 2500 Feldkanonen. Wir haben 800. Das ist halt echt ein Problem. Wir müssen auch also ich würde tatsächlich sagen, wir bauen eine Infanteriedivision entsprechend aus. Die Schutztruppendivision nehmen wir und setzen hier langsam oder sicher machen wir diese Schutztruppendivision zu einer Artilleriedivision. Das kostet nämlich hier mit den Truppen 800 und wir haben 880. Das bringt schon mal ein bisschen was. Das machen wir. Wir bauen die hier Stückchen für Stückchen aus, je nachdem wie unsere Rüstungsindustrie das kann. Aber wir dürfen halt nicht riskieren, dass wir hier Truppen verlieren. So. Das heißt natürlich auch, dass die Truppen jetzt hoffentlich neue Geschütze bekommen. Nach und nach. So, die Armee. Okay, Special Encirclement. Jetzt gehen wir direkt hier unten hin. Land Night Attack. Das bringt uns vor allen Dingen auch ein bisschen was. Das war jetzt eine gute Sache, dass wir das bekommen haben. Denn wir haben hier durch Breakthrough plus 17 und Soft Attack. Ich hoffe, dass uns das in diesen Schlachten hier weiterhilft. Denn hier sieht es jetzt echt schlecht aus, ne? Muss man ganz klar sagen. Er fährt jetzt hier seine besten Leute auf. Artilleriedivision. Also er hat nur eine.
Aber die reicht schon hin, dass er hier durchbricht und dass er hier massiven Schaden verursacht. Das ist echt wirklich ein Problem. So, ansonsten, was gibt's hier? Not enough manpower. Ja, jetzt gucken wir uns aber erstmal die Cypher an und holen uns das. Get a Bonus von 30%. Die Frage ist, was uns das jetzt gerade bringt. Also, wenn sie encrypted ist, dann brauchen wir das ja nicht wirklich aktivieren. Wir sehen ja eh alles. Nee, eben nicht. Dann würden wir einmal in den Tech-Tree reinschauen können. Aber die Frage ist halt, stehen hier Engländer? Nee. Hier stehen keine Engländer. Er hat auch nur 113.000 Mann. Okay, wie viel hat er hier? Er ist bei einer Million mittlerweile. Das macht schon mehr Sinn. Ich verstehe halt echt nicht, wie er mit 38 Zivilfabriken diesen ganzen Kram hier produziert. Also das ist schon echt der Hammer. War Economy, Export Focus. Also da würde mich mal interessieren, wie viel der produziert. Aber gut. Ein paar Flugzeuge hat er auch, aber nur Seeequipment, das ist gut für uns. Wir schauen jetzt trotzdem mal, ob wir hier irgendwas machen können. Ich würde nämlich gern Chief of Army, den haben wir nämlich noch nicht. Division Speed ist egal. Army Experience Gain auch. Division Recovery Rate. Experience Gain. Drill Training Time minus 5%. Ich würde sagen, Division Recovery Rate ist am wichtigsten im Moment bei unseren Angriffen. Okay, wunderbar. Und was ich gerne machen würde, ist ebenfalls die Cypher von Russland zu entschlüsseln. Das finde ich auch ganz gut. Und das machen wir noch nicht. Da bringt ich glaube, das bringt uns jetzt noch nichts. Das machen wir, wenn wir hier mal wieder gegen die Engländer kämpfen. Das von den Franzosen wäre halt gut, ne? Dann hätten wir 30 Tage hier wirklich einen Bonus. Ich bin echt am Überlegen, ob ich hier was abziehe von der russischen Front. Ob ich die 14 an die Westfront geschicke mit General Ludendorff. Ja, wir sind jetzt hier auch wieder. Wir hatten jetzt hier schon wieder 14 Divisionen. Also, wir können hier eigentlich nichts abziehen. Das ist das Problem. Ansonsten bricht die Front hier zusammen. Tja, das ursprüngliche Problem der Deutschen. Wo geht man zuerst hin? Tja, echt, also das ist echt eine schwierige Situation. So, sind die Sachen angekommen? Ja, sind angekommen, sehr gut. Hier haben wir immer noch ein massives Problem. Minus 300, boah. Our production lines producing units per week und wir sind bei minus 300. Das ist so, ich verstehe gar nicht warum. Wahrscheinlich durch diese, wegen diesen Angriffen hier unten, ne? Das müssen wir sofort einstellen. Haben wir schon eingestellt. Okay. A new ruler for Egypt. Hussein Kamel has been declared Sultan of Egypt. The Britain forces the post. Pharao Khedive Sultan was the next king. Ja. Und hier passiert auch nichts. Also da brauchen wir uns auch keine Sorgen zu machen. Und wow! Die stehen ja schon im Kaukasus. Die stehen ja vor Grozny. Uiuiuiui. Das hilft uns natürlich ungemein. So, da ist wahrscheinlich wieder ein Seeangriff. Genau, Konvoi verloren gegangen. Und es tut mir leid, aber ich kann, wenn wir da die Front verlieren, nicht. Ach, jetzt kommt er auch schon wieder, ey. Wir können die nicht abziehen. Das ist das Schlimme. Wir können die nicht abziehen. Ansonsten verlieren wir hier die Front und wenn er hier landet, dann fällt er uns hier in den Rücken und dann ist das Ganze vorbei. Denn jetzt sind wir hier gerade dabei, hier durchzustoßen. Ja, das geht nicht. Wir können hier nichts abziehen. Ja! Der Panzer ist fertig. Yes! Ich habe zwar überhaupt keine Fabrik, um ihn zu produzieren, aber er ist fertig. Das ist gut. Details. Die Frage ist jetzt, ob wir tatsächlich noch den nächsten erforschen. 1000 Tage. Egal. Oder ob wir in seine Richtung gehen, den A7V.
Also da setzen wir auf jeden Fall eine Fabrik mit dran, ganz klar. Ich würde sagen, wir haben erstmal genug Scouts auf Lager. Die Scouts nehmen wir raus. Auch wenn es mir weh tut, weil wir hier gerade. Ah, wir sind kurz davor, ne? Ne, dann machen wir das anders. Wir nehmen eine Fabrik von den Geschützen raus. Und bauen schon mal ein Panzer. Sehr geil. Ein Panzer im Monat. Naja. Das wird hoffentlich noch ein bisschen steigen. Und jetzt ist die Frage, was wir hier weitermachen. Also wir haben jetzt den Panzer. Das ist super. Und ich würde jetzt erstmal darauf bauen, dass wir das produzieren. Wir müssen aber auch hier weitergehen. Ich würde sagen, wir erforschen jetzt erstmal diese Sachen. Das bringt uns auf jeden Fall auch einen Bonus. So. Der Angriff ist durch. Da greifen wir auch nicht nochmal an. Und hier stehen, ja, die Frage ist, ob wir Deutschen uns hier nicht lieber zurückziehen. Und hier unterstützen. Das Problem ist, lösen wir die Südfront auf und lassen sie alleine. Aber wenn die hier ins Reich einfallen, dann haben wir auch nichts gewonnen. Wir lösen die Südfront auf. Wir schicken die an die Westfront, die 15 Divisionen. Und wir schicken sie an die gesamte Frontline. Können Draw Frontline hier? Dann mach ich's da. Dann da. So. Beziehungsweise wir müssen natürlich erstmal die hier löschen. Das war jetzt natürlich Unsinn. Wir müssen jetzt echt erstmal die hier löschen. So. Und dann können wir bitte euch dahin schicken. Zack. Ja. Und das sollte dann hoffentlich besser klappen. Also, wir müssen die Österreicher leider alleine lassen. Das bringt nichts. Ich kann es nicht riskieren, die Front hier zu verlieren. Das ist völlig ausgeschlossen. Freie Zivilfabriken. Oh, das geht ja gar nicht. Bitte Militärfabriken bauen. Einmal da unten, einmal Niederbayern und in Württemberg. So. Das haben wir voll. Der nächste Stack geht ebenfalls da rein. Und ein Stack auf die Panzer bitte. Und den machen wir auch voll. So, jetzt haben wir hier frische Truppen. Also mehr oder weniger frische Truppen. Die sind alle ganz gut drauf. Ja, das passt schon. Gut. Und dann müssen wir tatsächlich auch, so leid es mir tut, auch von der Ostfront eigentlich noch was abziehen. Ach, wir stehen vor. Ach Gott, wir sind auf dem Weg nach Smolensk und sogar auf dem Weg nach Moskau, wenn das so klappt hier. Wir gucken einmal bei den Russen. Serbien ist kurz vor der Kapitulation. Naja, was heißt kurz? Aber bald. Also die nicht. Wie viel Prozent haben wir? 91 noch und die halt noch 89. Also, das ist noch nicht mal so weit entfernt von uns. Das hat das Problem bei diesem Riesenreich, wenn du keine Panzer hast. Belgrad ist gefallen. Ja. Yes, sehr gut. So. Hier haben sie natürlich jetzt ein paar Probleme. Aber das sind Dinge, an denen wir jetzt nichts ändern können. Da müssen die jetzt selbst durch. Wenn sie hier vorne stehen an der Grenze, dann wären wir aktiv. Vorher nicht. Da müssen wir jetzt einfach an uns denken und hoffen, dass er hier schnellstens wirklich Belgrad besiegen kann. Das wäre jetzt das wichtige Ziel. Aber wir müssen jetzt einfach daran denken, dass wir mit ihm. Okay, ein Fliegerass. Dass wir mit ihm einfach hier reinkommen. So. Haben wir denn auch noch ein paar Flugzeuge, die wir hier noch reinschicken können? Wir hätten noch 8 Fokker-Eindecker. Das ist natürlich gut. Die können wir. Oh, die Schlacht hier geht sogar verloren. Eieieiei. Aufklärungsflugzeuge. 13 Fokker-Eindecker für da und für da. Die sind bei der Armee. Nee, das machen wir raus. Die schicken wir nach Frankreich. Hier in dem Bereich. Und die 5 hier sind dort. Ja, das passt. Aber die schicken wir nach Frankreich, die hier. Und da machen wir nochmal 8 mit dazu.
Und die schicken wir nach Frankreich. Und bitte die beiden. Flugzeuge abfangen. Und der Feind hat hier 150. Ah, da sind wir tatsächlich mittlerweile ein bisschen unterlegen. Our Air Detection Rate, also seine Air Detection Rate ist besser. Missionsefficiency 71%. Ja gut, er hat 2 zu 1, ne? Haben wir da irgendwas gemacht? Our Bomber Disrupted. Enemy Troops bombardiert. Our Fighter lost. Our Troops bombardiert. Also richtig viel machen wir da momentan nicht. Yes! Das ist super. Was, können wir da schon was machen? Nein, können wir nicht. Oh, das ist natürlich doof. Okay. Dann gucken wir uns jetzt mal an, was wir machen können bei den anderen Sachen. Das ist natürlich cool. Da könnten wir was machen. Artillerie wäre schön, bringt 15%. Chemical Warfare machen wir nicht. 15 auf Infanteriewaffen wäre auch eine schöne Sache. Prepare for War bringt mehr Manpower, die wir dringend brauchen. Dann machen wir erstmal das hier. Das brauchen wir auf jeden Fall. Okay, so, neuer Research-Slot. Und damit würde ich die Engineer Company erforschen. Die sind nämlich auch in unseren Division-Templates drin. Und damit, denke ich, kommen wir ganz gut voran dann. Und auch das Ausbilden neuer Truppen, das macht hier so überhaupt keinen Sinn. Wir kriegen nicht genug... Das macht keinen Sinn hier. Wir müssen das wieder stoppen. Wir kriegen nicht genügend Waffen momentan ran. Wir müssen erstmal gucken, dass wir das Problem beseitigen und unsere Fronten stabilisieren. Ansonsten können wir das hier so vergessen. Okay, wie sieht es in Russland aus? Flottenmäßig sieht es gut aus tatsächlich. Unerwartet. Russland läuft auch gut. Und wir sind auf dem Weg nach Moskau und Petrograd. Sehr cool. Und er hat noch nicht mal mehr genug Truppen, um hier alles zu beschützen. Das ist schon krass, ne? Wir könnten jetzt eigentlich hier rüber marschieren. Ach, na guck, doch. Da hat er welche. Alles klar. Strategic Bombing. Sehr schön. Das lassen wir mal sein. Ich glaube, Precision Bombing, das brauchen wir erstmal nicht. Wir sollten auf jeden Fall hier weitermachen. Unter anderem hier, aber auch hier. Reinforcement Rate 2%. Das müssen wir auch langsam erforschen. Oh, wir haben einen neuen. Der ist tough. Enemy Operation Intel Extraction Rate. Demolish Expert. Wunderbar, den nehmen wir. Und den schicken wir. Der ist dort. Und den schicken wir bitte. Defending Against Supervised Attacks. Ja, ich möchte dich aber tatsächlich gerne nach Russland schicken. Einmal dahin. Das finde ich erstmal besser. Okay, wunderbar. Und hier stehen wir echt gut, muss ich ja sagen. Wahnsinn. Also der Krieg in Russland läuft zufriedenstellend tatsächlich. Das freut mich. Hier die Front können wir halten. Er nimmt jetzt tatsächlich das zum Anlass, hier anzugreifen. Das ist ja gut für uns. Aber unsere Divisionen sind besser geworden. Das muss man halt auch sagen. Die drei Divisionen, wir gucken mal. Er hat seine Geschütze. Ja, sehr gut. Seine Geschütze sind da, wunderbar. Und das bedeutet für uns, dass er einen besseren Defense müsste er, glaube ich, haben, ne? Durch die Artillerie. Oder war das der Breakthrough? Ich meine beides. Auf jeden Fall bringt uns das auf jeden Fall was. Wir sehen es hier. Wir sind nicht mehr an allen Fronten spontan immer bei diesen Angriffen im roten Bereich. Wir müssen da nämlich echt mithalten. So. Ein Konvoi versenkt. Das ist nicht so schlimm. Haben wir die Cypher von Frankreich jetzt auch schon? Na, noch nicht ganz. Okay. Dann warten wir da nochmal ab. Oh Gott, was haben wir denn hier alles? Army Infanterie, Capture Cypher und Infiltrate Civil Administration. Okay. Ja, na dann los. Seht zu, seht zu. Gucken, ob uns das was bringt. Okay, hier verlaufen die feindlichen Angriffe im Leeren. Und die sind hier... Gott, das ist ja Wahnsinn. Die haben ja anscheinend so viele Leute stehen.
dass die hier 36%? Boah. Okay. Und hier versuchen wieder die Briten zu, die Russen zu landen. Ja, Concrete. Super. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wir erforschen jetzt den ersten Bunker und dann werden wir hoffentlich in der Lage sein, wenn wir das haben, wollen wir es, Bunker zu bauen. Und die Militärfabriken sind bald soweit. Und wenn die fertig sind, oder auch wenn sie nicht fertig sind, sobald wir die Bunker haben, bunkern wir uns hier vorne ein. Das bringt uns nochmal einen riesigen Verteidigungsbonus. Vor allen Dingen auch gegen seine Artillerie. Und hier bleiben wir mal stehen. Ja, das sieht gut aus. Perfekt. Hier kommen wieder eine ganze Reihe Divisionen der Briten. Sehr gut. Weil die haben wir auch geschlagen. Top. Oh, da gibt es ein Naval Battle. Und ja! Ja, wir haben 11 feindliche U-Boote zerstört. Wunderbar. Das ist übrigens ein Thema, das vernachlässigen wir momentan komplett. Forschung und Aufrüstung der Marine. Leider Gottes. Also das ist momentan komplett außen vor. Russland sieht gut aus. Die Front können wir tatsächlich einfach mal laufen lassen. Dann mache ich mir weniger Sorgen. Die Sachen hier unten, da mache ich mir mehr Sorgen. Oh, oh, oh. Ich hoffe, er hat hier keine Artilleriedivision. Nee, sind alles normale Infanteries. Dann, wenn er sich umorganisiert hat, hier wieder unser General, dann sollte das klappen. Okay. Wir haben wieder 150 und ein Konvoi von uns wurde versenkt. Jetzt ist die Frage, ob wir damit irgendwas Sinnvolles machen können. Total Mobilization haben wir schon. Ich bin aber überlegen, ob wir hier eventuell was machen. Military High Command. Wir gucken mal, ob der irgendwas hat. Motorized Attack, Kavallerie-Experte, Artillerie. Das wäre schon interessant, ne? Ship Attack und Armor plus 5% wäre auch interessant. Submarines haben wir nicht mehr. Ich würde wahrscheinlich sogar den Logistiker nehmen. Das würde uns, glaube ich, in Russland am meisten bringen. Ja, den nehmen wir mal. Und hier haben wir Probleme in der Defensive. This theory is having problems in one defensive combat. Ach, hier unten. Ah, okay, alles klar. Hier laufen gerade 11 Offensiven, die sehen alle gut aus. Und 3 Defensiven, die sehen auch gut aus. Okay. Auch hier die Armee niedergeschlagen. Das ist das Gute. Dadurch, dass er jetzt weiß, dass wir hier unsere Armeen oder unsere Flotten haben, greift er hier nicht mehr an und er konzentriert sich auf den Teil hier unten. Das allerdings, ja gut, der Schliefenplan, das war jetzt irgendwie, ja, alles klar. Prepare for war, Schliefenplan haben wir auch gleich. Sehr gut, was hat uns das gebracht? Increased World Tension bei 15, dann sind wir jetzt bei 45, das erscheint jetzt ein bisschen wenig. Ask the Netherlands for military access. Auf keinen Fall. Force Denmark to take position. Manpower plus 1 Million. At war. Lodz, Block, Warschau, Krakau, Lublin is now core state of Poland. Polnische Wehrmacht. Das machen wir. Ansonsten Berlin, Bagdad Railway, Infrastructure. Das ist weit weg. Bavarien machen wir nicht, da hatten wir schon drüber gesprochen. Was ist das im Military? Gains, da kriegen wir einen neuen nationalen Spirit. Das brauchen wir gerade überhaupt nicht. Das auch nicht so wirklich. Befriend Bulgaria. Die Frage ist, ja, die sind ja schon im Krieg. Das heißt, das können wir uns auch sparen. Das ist jetzt schwierig.
Patriotic Fervor? Fever? Fervor? Entschuldigt bitte. Wir nehmen den hier. Ich glaube, das bringt uns momentan am meisten. So, Manpower sollte jetzt auch wieder steigen. Hoffe ich. Deep Defense. Sehr gut. Und jetzt ist die Frage, was wir hier machen. Heavy Tank Support oder Anti-Tank Warfare? Hard Attack for Panzer plus 15%. Ja, wir wollen ja Panzer haben. Light Support. Soft Attack plus 15%. Die Frage ist, was hat denn unser Panzer hier? Den könnten wir so und so mal updaten. Da können wir uns gleich ersparen. Das machen wir von vornherein. Reliability ziehen wir hoch. Die Haltbarkeit. Wir haben ja hier mehr als genug Punkte. Die Engine kann ein bisschen verbessert werden. Plus 0,8. Und die Hauptkanone, das bringt uns Hard Attack und Soft Attack. Was ich auf keinen Fall aufgeben will, ist die Geschwindigkeit. 0,6. Ja, 600, das nehmen wir so. Zack. Und dann bauen wir gleich den LK-1A. Können wir gleich mal mit einem vernünftigen anfangen. Okay. Tja, Soft Attack oder Hard Attack? Ich würde sagen, wir nehmen Soft Attack. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, der Angriff auf die Infanteriedivision ist Soft Attack. Damit wir mit den leichten Panzern dadurch rushen. Wie viele Panzer haben wir denn jetzt auf Lager? 2, 3, 10. Oh, cool. Wir können unsere erste Infanteriedivision mit Panzern bauen, demnächst. Das ist doch eine schöne Sache. Das können wir tatsächlich mal anfangen, dass wir das in der nächsten Folge designen. Wir haben nämlich hier unten die Armored Car Division. Und das können wir ändern zur ersten Panzerdivision. Beziehungsweise brauchen wir dafür natürlich. Und jetzt haben wir Anti-Tank Warfare. Mit der nächsten Sache, das ist hier, werden wir noch was erforschen. Das zeige ich euch gleich. Und danach sind wir auch in der Lage, vernünftig das Ganze hier anzugehen. Oh, 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 oh. Das sieht nicht gut aus. Da ist noch einer. Da hinten greift einer an. Oh, die greifen jetzt echt an allen Fronten an, ne? Hier hat er anscheinend noch keine Chance. Ja, das ist schön. Das Problem ist, die würden natürlich alle landen, ne? Wenn wir jetzt hier die Truppen nicht hingestellt hätten, würden die hier alle landen. Und wir brauchen wieder Öl. Wir können wieder anfangen, ein bisschen Öl zu kaufen. Und wir haben immer noch nicht genug jetzt. Ah, doch, jetzt steigt es wieder. In 3 Jahren. Ah, dann machen wir die Reserven jetzt mal voll und kaufen. Wir haben ja genug Geld. Also, genug Fabriken im Moment. Dann kaufen wir da nochmal ein bisschen Öl rein. So, das war das Stichwort. Einen noch. Und hiermit gehen wir jetzt auf die Early Motorized Cars. So, sehr gut. Hier können wir hoffentlich alles abwehren. Die Schlachten sehen gut aus. Hier ist tatsächlich was. Oh, 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 das ist nicht schön. Da kommt er von allen Seiten, ne? Und über den Fluss auch noch. Ist das ein Fluss? Ne, kein Fluss. Ich hoffe, dass wir das halten. Hier sieht es auch gut aus. Hier haben wir uns stabilisiert. Ja, hier machen seine Angriffe keinen Sinn mehr. Wir haben jetzt nämlich auch in einigen Divisionen zumindest Artillerie stehen. Wir haben Verstärkung dahin geholt, die Front hält. Und da war Recon Company. Sehr schön. Und da können wir gleich weitergehen und hier unten in die Maintenance Company gehen. Und ihr Lieben, wir gucken uns mal den Überblick an der heutigen Folge. Das deutsche Empire steht vor Smolensk. Wir haben Minsk eingenommen, Vilna. Wir haben Dubnik eingenommen, wir haben Riga eingenommen und sind auf dem Weg nach Petrograd da oben. Sehr, sehr gut. Im Süden läuft es nicht ganz so gut, aber das ist nicht so schlimm. Dafür sind die Osmanen hier echt, echt, echt gut mit dabei. Also der... Ach du Scheiße. Entschuldigt bitte. Oh. Naja, dann. Ich hoffe mal, dass er das hier halten kann. Wow. Okay, dann haben sie sich halt gedacht, landen wir beim Osmanischen Empire.
Und hier hat er dafür Truppen wahrscheinlich abgezogen. Ja, und hier machen sie jetzt die Offensive. Das ist schon nicht schlecht, die KI. Vielleicht nicht gut, aber auch nicht schlecht. Okay, hier unten läuft es auch halbwegs gut. Wir haben Belgrad erobert und sind auf dem Weg nach Nice, um auch die Schlachten hier zu gewinnen. Und wir gucken uns mal den War Support an. Und die sind bei 59% towards the capitulation. 52% Control. Also sie sind noch knapp 32% entfernt, aber ich denke, das kriegen wir hin. Ansonsten, die Front ist zum ersten Mal ein bisschen instabil. Und hier vorne sieht es gut aus. Also, ich bin gespannt, was hier im Süden passiert. Ansonsten sieht es momentan, wenn wir uns das hier angucken, und hier auch relativ gut aus. In dem Sinne, macht's gut. Bis morgen, euer Strategiener. Ciao, ciao.